Sie sehen eine Führerstandsmitfahrt auf der Lahntalbahn zwischen Niederlahnstein und Gießen. Diese Führerstandsmitfahrt wurde gefilmt aus einem Schienenbus der Oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen. Die Oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen erhalten historische Schienenbusse der 50er und 60er Jahre und veranstalten damit regelmäßig Sonderfahrten. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.oef-online.de. www.oef-online.de. Diese Führerstandsmitfahrt gibt es auch im Internet zum Herunterladen unter www.rumsenden.de. www.rumsenden.de. Die Musik stammt von www.mixotik.net und ist dort unter dem Remix Nummer 278 zu finden. Diese Fahrt auf der Lahntalbahn war eine privat bestellte Fotofahrt. Das heißt, der Schienenbus hielt in einigen Bahnhöfen am Bahnsteigsanfang, die Fotografen liefen vor und der Schienenbus fuhr in Absprache mit dem Fahrdienstleiter weiter vor. Fotos dieser Fotofahrt finden Sie auch auf der Internetseite der Oberhessischen Eisenbahnfreunde unter www.oef-online.de und dann unter dem Punkt Bilder. Sie sehen diesen Film in etwa doppelter Geschwindigkeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sie sehen eine Führerstandsmitfahrt auf der Lahntalbahn zwischen Niederlahnstein und Gießen. Diese Führerstandsmitfahrt wurde gefilmt aus einem Schienenbus der Oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen. Die Oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen erhalten historische Schienenbusse der 50er und 60er Jahre und veranstalten damit regelmäßig Sonderfahrten. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.oef-online.de. www.oef-online.de. Diese Führerstandsmitfahrt gibt es auch im Internet zum Herunterladen unter www.rumsenden.de. www.rumsenden.de. Die Musik stammt von www.mixotik.net und ist dort unter dem Remix Nummer 278 zu finden. Diese Fahrt auf der Lahntalbahn war eine privat bestellte Fotofahrt. Das heißt, der Schienenbus hielt in einigen Bahnhöfen am Bahnsteigsanfang, die Fotografen liefen vor und der Schienenbus fuhr in Absprache mit dem Fahrdienstleiter weiter vor. Fotos dieser Fotofahrt finden Sie auch auf der Internetseite der Oberhessischen Eisenbahnfreunde unter www.oef-online.de und dann unter dem Punkt Bilder. Sie sehen diesen Film in etwa doppelter Geschwindigkeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt.